Ja, hallo, liebe Menschen, willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shot News und Combo Masteries mit mir, dem Geist, hier aus Hannover, Herrenhausen. So, jetzt muss ich absolut Hochdeutsch sprechen. Die Hannoveraner sind hier dafür bekannt, ein absolut glasklares Deutsch zu sprechen. Sind quasi unsere Oxford-Deutschen. So. Ich werde mir sehr viel Mühe geben, in diesem Video alles ordentlich auszusprechen. Das fällt mir jetzt schon schwer. ja, dann fangen wir mal an und schauen hier in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Dort ist ein Mythic Stewie. Ihr wisst, was ich von der Schatulle halte. Oh, eine neue Peter-Box. Ah, scheiße, das ist doch blöd. Also komm, Leute. Hier, also heute haben wir die Peter-Box hier, Mythic Peter-Pack. Mit Kutschikopti-Sculptor, Mutilated Therapy Dolls, Arc Sketch und Francine Smith. Guck mal, wie weit kriegen wir den denn hoch? Mit. Also ohne ihn zu fusen. 6, 6, 4, 11, 32. Oh. Naja. Ist aber. Ich hätte den Peter so gerne. Naja, gut. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Soulclub mit dem Peter. So, dann haben wir hier die Paintings-Box nach wie vor. Habe ich euch ja schon bereits vorgestellt. Ist eine ziemlich nice Box auch. McGriffin und Philip J. Fry hier mit drin als Charakterkarten. Dann haben wir die Z-Clown-Box mit Bender's Clowns, Trauriger Clown, Washington-Hologramm, Kreissäge, Bender und Linda Belcher. Das sind eher die älteren Karten hier. Wird wahrscheinlich der ein oder andere von euch dann fusen können. Bender natürlich auch wiederum ein absoluter Favorite von mir. So, ja. So, damit sind wir hier mit den Karten durch, dann gehen wir mal in die Mastery rein. Die Combo Mastery. Und da haben wir hier als allererstes die Drunk Lila. Und die Drunk Lila ist. Also, wenn du nicht gerade irgendwie eine Karte mit Stoß hast, dann wirst du hier bei der Drunk Lila mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr durchkommen. Schauen wir uns mal an, für diejenigen, die es noch nicht wissen, warum das so ist. So, gucken wir mal in die Combo-Karte rein. Und dann gehen wir mal auf. Na, das können wir bei der Mythic nicht machen. Hier gehen wir mal. Da haben wir hier mit der Pawtucket Patriot Ale. Das sehen wir hier, haben wir schon 25er Schild. Komm, wir maxen das einmal, um mal zu schauen, was mit der epischen Lila möglich ist. Da haben wir schon 30 Schild hier. 30 Schild, bin ich doof. 30er Mauer, sorry. Tut mir leid. 30er Mauer. Hier haben wir eine 26er Mauer. 28er Mauer. So, aber jetzt kommen wir mal zu der Mythic-Version. Dazu sage ich Fused Ones Level und dann gucken wir uns das Ding mal an mit Mythic und einer legendären. Und dann hast du hier tatsächlich 44. Eine 44er Mauer. Ja, und ich kann euch sagen, meine Lila ist auf Level 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, auf Level 5. Meine Pawtucket Patriot Ale ist komplett gemaxt und die hat auch über 40, also auch eine über 40er Mauer. Und das ist schon, also musst du erstmal 40 Schaden verursachen, über 40 Schaden, um da überhaupt erstmal was machen zu können. Also sprich, die Mauer blockt ja Leech. Also wenn die nicht durchkommen, dann können die sich mit Leech nicht hochheilen. Die Mauer blockt auch Disgrace. Also auch dann, wenn sie nicht durchkommen, dann können die auch nicht mehr stärker werden. Ja? Also das ist schon ziemlich mega geil. Und ja, mit einer Drunk Lila kriegst du schon einiges kaputt, was dir sonst Schwierigkeiten machen könnte. Ne? Das ist mal eine richtig krasse defensive Karte. Hier mit Absinth hat es jetzt nicht ganz so viel als 38er, 38er Mauer.
Down mit Welcome Mojitos auch wieder 42. Also, und jetzt hier bei solchen Werten ist es natürlich schon wieder was anderes, ne? Also, wenn du hier jetzt 10% draufrechnen würdest, ja, ich mir jetzt vorstelle, gehst hin, nimmst jetzt hier die Karte, hast da oben vier und für eine 44er Mauer, packst da 10% mal locker drauf, dann bist du bei einer 48er Mauer, dann hast du fast 50er Mauer. Ja. Wenn du da nochmal 10% drauf packst, dann bist du mit Sicherheit bei 53. So, und dann sage ich mal, hast du da ein absolutes Bollwerk in deinem Deck, ja, oder eben ausgespielt, und die ist dann schon, ja, schwer klein zu bekommen. Da muss dann einer entweder mit Punch rangehen, also dass er von der Seite reinhaut, oder eben mit einer Bombe. Ja, ansonsten frontal kommst du da kaum durch die Mauer durch. Also schon sehr, sehr interessant. Wenn ich jetzt hier, wenn das jetzt nicht für 500 Gems da wäre ein Angebot, sondern mit Steinen, würde ich mir die holen, weil ich die Mythic Lila habe. Und die Combo ist auf jeden Fall nice. Aber es ist halt leider jetzt keine Combo für 1000 Steine, sondern es ist eine Combo für 500 Gems. Deswegen klicke ich die mal ganz schnell wieder weg, und dann gehen wir rüber zum DJ Klaus und schauen uns mal an, was der DJ Klaus so anzubieten hat. Das ist nämlich dieser hier, und der macht, ja, das ist, der hat auch eine Mauer, aber wie man sieht, jetzt nicht ganz so stark. Ne? 10er Mauer, gut, gucken wir mal hier 11er Mauer, da gucken wir mal hier 13er Mauer, das ist halt nicht wirklich effektiv. Also da kommt fast jede Karte, die auch nur ansatzweise, kannst du, wenn du eine Karte hast, die den 15 Angriff macht und hat zum Beispiel Gas, dann ist dein DJ Klaus ruckzuck am Arsch. Ja. Weil einmal durch die Mauer durchgekommen, die Gasattacke angesetzt, dann kannst du den fortschmeißen. Also das sind so Sachen, oder eben mit Grace kommen die relativ schnell hoch, und das ist dann, ja. Also der ist jetzt nicht ganz so stark. Und 500 Gems schon gar nicht wert. So, dann klicken wir den mal ganz schnell wieder weg. Und dann nehmen wir uns die nächste vor. Die ist allerdings, also Trash Can Drunk ist eine Karte, ist schon spannend, ja. Erstmal schauen wir uns die epische Variante an, die Epic Version, Maxed, um mal so einen kleinen Überblick zu bekommen, was das ist. Ja, auch nur eine 14er Mauer, hat aber hier das Gas auch mit dabei. 15er Mauer, 15er Mauer. So, und jetzt gehen wir mal runter zu der Mythic-Version. Und jetzt wird es nämlich interessant. Fused once leveled müssen wir mal nehmen, um mal zu simulieren in etwa, wie es aussieht mit einer Maxed und mit einer einfachen Mythic Peggy. Versuche ich hier das so zu machen. Dann hast du hier schon einen ganz anderen Wert. Dann hast du hier eine 21er Mauer und hast 18-fach Gas, 23 Angriff und 72 Leben. Ja, und das, oder hier 22er Mauer, 19-fach Gas, 24 Angriff. Ja. Wollen wir das jetzt mal nehmen? Also, wenn einer hier eine Mythic Peggy hat mit dem Malteser Likör, ja, dann hast du eben, wenn du da jetzt die 10% draufrechnest, eine 24er Mauer, hast 21-fach Gas, hast 26 Angriff und 79 Leben. Und das ist allerdings schon interessant. Die Combo ist nicht schlecht. Ja, muss man echt so sagen. Aber ganz ehrlich, also ich habe sie auch schon gespielt, so ist es nicht. Ja, weil sie ist wirklich ganz nice. Aber das Problem, das ich halt sehe, ist, ich habe auch Drunk-Karten. Definitiv, ja.
Möchte aber eigentlich die Drunk-Karte nicht dafür benutzen, sondern, also ich habe, also wenn ich die Mythic Peggy zum Beispiel mit der Power Target Patriot Ale benutze, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Dann gehen wir mal hier auf die Peggy. Ne, und hier ist die Goethe Dietz, ist natürlich auch geil. Dann Peggy ist auch geil. So, wo ist es denn? Power Target Patriot Ale. Professor Lerner. Hier Duke, ist auch ganz gut. Alex Peggy, ja. Ganz nice. Na, wo ist es denn? Komm schon. Das ist aber der Trashcan Drunk. Und da ist sie, die Drunk Peggy. Und das ist halt eine Karte, die ich dann doch um einiges lieber spiele. Also ich habe lieber die Power Target Patriot Ale als Drunk Karte im Einsatz. Weil du hast auch hier Cripple. Also es erinnert mich halt sehr stark an das 300-Dollar-Messer, die Combo. Und du hast halt hier Cripple, den Stoß durch die Mauer und Craze, ne? Aber Trashcan Drunk hat natürlich auch seine Berechtigung. Also wenn einer eine Mythic Peggy hat, dann ihr müsst das selber wissen. Ob ihr die Trashcan Drunk überhaupt spielt, im Deck habt, ja. Und wenn ihr sie spielt, ist das natürlich schon eine gute Combo. Definitiv. Ja. Ich will jetzt nicht so viele Drunk-Karten drin haben. Ich habe jetzt lieber hier die Power Target Patriot Ale drin. Weil die eben auch mit dem Peter eine geile Combo mit dem Drunk Peter macht. Ja. Mit dem kriegst du halt auch einiges kaputt. Und zu viele Drunk-Karten möchte ich nicht im Deck haben. Ja, überlegt's euch. Trash Can Drunk. Definitiv eine gute Combo, ob ihr die 1000 Steine dafür ausgeben möchtet oder nicht. Dann kommen wir jetzt wieder zu einer Schrott-Combo, die ist das Food Restaurant Stan, und die ist mal wieder voll für den Allerwertesten, für die Peripherie. Das ist einmal der Stan und dann hast du hier eine Restaurantkarte. Und wie gesagt, also Restaurantkarten solltet ihr euch auf gar keinen Fall noch irgendwie ins Deck reinpacken, also wenn ihr am Anfang seid, das lohnt sich nicht. Also da gibt es so viele andere Möglichkeiten, was man aus seinem Deck machen kann. Da brauchst du keine Restaurantkarten und schmeißt den Schrott lieber gleich raus. Und wie man sieht hier, dieser Food Restaurant, guckt euch mal die Ausgangsversion an. Ja, hier den Mythic Stan in der Ausgangsversion. Da hast du hier eine Mauer, da hast du Bombe, da hast du Craze. Ja. So, und da hinten kommt raus so ein Kack-Food-Restaurant Stan mit einem Burger. Ja. Und sorry, aber das ist, finde ich, jetzt nicht so. Weißt du, wenn es wenigstens jetzt nicht für die Serie wäre, ja, sondern wenn es im Allgemeinen ein Burger wäre, dann würde ich sagen, okay, ein 21er Burger, der alles heilen kann, ist in Ordnung, aber. Aber sorry, hey. Finde ich nicht so cool. Also, ja, dann würde ich mal sagen, dann, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn es euch ein bisschen geholfen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keinen Bock auf das Video hattet, könnt ihr mir trotzdem einen Daumen nach oben da lassen, weil dann freue ich mich nämlich trotzdem. So, ja, abonniert den Kanal, schreibt was in die Kommentare. Da würde ich mich auch, ich freue mich über jeden Kommentar, den ich zu lesen bekomme. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Jo. Wah, wah.